Hi ihr Süßen, ich hoffe es geht euch gut und ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ihr genießt das gute Wetter, denn es ist abends, aber ich nehme das Video hier trotzdem nochmal mit euch auf, für euch auf, denn es gibt vieles zu besprechen, was sich aktuell in der Trash-TV-Landschaft bewegt und was passiert und ja, da hatte ich einfach Bock mit euch drüber zu quatschen, was so abgeht. Erstes Thema heute ist unser Liebling Yasin und seine Frauen. Heute sprechen wir nochmal über die kleine Liebesaffäre, die an sich nicht wirklich eine ist, denn sie ist anscheinend auch schon wieder vorbei, von Yasin und seine Sugar Mami Jenny Elvers. Ja, denn er hat sich nochmal dazu geäußert. Ich habe gerade gemerkt, Yasin, du bist ja 32 dieses Jahr geboren. Dieses junge Frischfleisch, dieses junge Dame, das ist nicht mehr meins. Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Kein Knutschleck machen. Das ist Jenny Elvers, das ist Jenny Elvers, halt eine Nummer, ne? Also nochmal kurz als Erinnerung, wir wissen ja, Yasin hat seine große Liebe, seine große neue Liebe, beziehungsweise seine große neue flüchtige, vorübergehende Liebe bei The 50 kennengelernt. Und lieben gelernt, ja, das sehen wir ja aktuell auf den Bildschirmen von Amazon Prime. Genau, das war auf jeden Fall eine Liaison oder eine Verbindung, die niemand hat kommen sehen. Yasin, der 19 Jahre jünger ist als Jenny Elvers. Nicht, dass sowas in unserer Gesellschaft nicht passiert, aber man dachte bis jetzt, dass ein Yasin vielleicht einen anderen, vielleicht auf jüngere Frauen eher steht oder jüngere Frauen bevorzugt, denn die hat er meistens bisher ja auch gedatet, aber nee, er hat sich gedacht, dieses Mal mache ich nicht die gleichen Fehler wie sonst und nehme ja eine Paulina oder wer auch immer da weiblich war, die er bestimmt schon hatte, sondern ich nehme mir eine reifere, gestandene Frau und hat sich dann Jenny Elvers ausgesucht. I mean, why not? Und so hat das Techtelgemächtel angefangen und ja, wir dachten uns, das ist doch der Nährboden für eine langfristige gesunde Beziehung, die dadurch, gerade dadurch, dass sie anders ist, denn ein Yasin kann sicherlich vieles von einer reiferen Jenny Elvers lernen, dass es vielleicht etwas ist, das langfristig Potenzial haben könnte. Das wäre doch ein schönes Paar, findet ihr nicht? Wäre einfach mal was anderes, ne? Wo Liebe hinfällt halt, ne? Aber hören wir uns ja auch erstmal an, was Yasin dazu zu sagen hat. Und auch schon bevor die Show losging, die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Warum Jenny? Ja, Leute, warum nicht? Warum nicht? Ich war Single, sie war Single, wir beide fanden uns gut, haben uns mega gut verstanden. Da knutscht man ein bisschen rum, ist ja in Paris. Also, wir haben uns die Show halt einfach cool gemacht, ne? Ist doch cool, wenn du jemanden drin hast, mit dem du dich super verstehst. Ab und zu mal ein bisschen knutscht, why not? Ja, es wurden auch keine Herzen gebrochen oder sonstiges. Es gibt auch kein Drama, was es im Nachgang gibt oder sonstiges. Die Leute verstehen es auch bis heute noch gut, alles ist in Butter, wir sind nicht zusammen oder waren irgendwie an, aber wir hatten einfach dort eine tolle Zeit. Und das war's. Also, ich weiß nicht, warum so ein krass Fass aufgemacht wird. Wir haben halt einfach unser Leben genossen, ja, bis zum Abwinken. Ja, von dem her, das zum Thema Jenny. Also, Yasin sagt, beide waren Single und das war alles unverbindlich. Und auch der Kuss, der gefallen ist, war alles unverbindlich in der Show. Und dass beide aktuell Single sind, nicht gebunden sind und auch nicht an einer Beziehung arbeiten. Das ist ziemlich schade. Denn ich hatte wirklich, wirklich, wirklich Hoffnungen, dass diese Liaison authentisch war und dass wirklich daraus Kindheitsträume entstehen könnten. Wirklich diese ganzen Disney-Filme, die wir kennen, dass das so die Fortsetzung davon werden könnte. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wir wissen alle, dass das meiste, was da passiert, wenn das nicht einfach nur aus taktischen Gründen passiert ist, wahrscheinlich einfach aus taktischen Sendezeitgründen geschehen ist und man absolut nichts davon ernst nehmen kann. Also das heißt, mittlerweile haben sowohl eine Jenny als auch ein Yasin sich dazu geäußert und gesagt, nö, wir haben nur ein bisschen rumgeflirtet oder rumgeschnackert, keine Ahnung, aber eigentlich sehen wir den anderen jetzt nicht als den Mann oder die Frau fürs Leben. Schade. Wirklich. Ich dachte wirklich, das könnte das nächste Traumpaar werden. Auf der anderen Seite ist noch eine super wichtige
Aussage dabei, die Yasin tätigt, denn er ist durch diese Erfahrung mit einer reiferen Frau, einer reiferen Jenny Elvers, endlich zu Sinne gekommen und weiß nun endlich, wo er hingehört. Und zwar bei der Kategorie reifere Frau. Nicht mehr diese ganzen untüchtigen, jungen, knackigen Frauen, die er sonst immer gedatet hat. Das ist ihm jetzt zuwider. Er möchte sich jetzt endlich seinem Schicksal wenden und nur noch Frauen daten, die auf seiner Höhe sind, denn er ist auch schon 32 und ich meine, eine Zahl sagt auch direkt was aus über die Reife eines Mannes. Ja, und deswegen hat sich Yasin jetzt vorgenommen, seinen Fokus auf ältere Frauen zu legen, denn so langsam muss er ja auch erwachsen werden. So, ne? Deswegen, ja, bin ich mal gespannt bei der nächsten Show, wie er da agiert und wie authentisch diese Aussage ist. So, und was denkst du über diese, ja, neue Enthüllung von Yasin zu dieser Liaison mit Jenny Elvers? Kaufst du ihm das ab, dass er jetzt nur noch ältere Frauen daten möchte, weil er ja so viel älter jetzt ist und reifer ist und dass ihm wirklich dieser Flirt zu dieser Erkenntnis gebracht hat? Oder meinst du, dass er einfach nur labert und bei der nächsten besten Gelegenheit mit der Erstbesten dann wieder was anfängt? Was sagt ihr? Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr auch keinen Bock habt, verstehe ich es auch, weil ja, ich kann den Mann langsam auch nicht mehr ernst nehmen. Und damit würde ich sagen, ich freue mich, wenn du dir das Video gefallen hat. Diskutiere gerne mit mir. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.